meine Lieben, ein kleiner Zwischen-Kick-Call habe ich mir gedacht, den schicke ich euch nochmal ins IGTV. Ich habe so einen Schnelldurchlauf auch in der Story gerade drin, falls ihr da mal nachgucken wollt, aber die wird ja eh auch später ins IGTV geladen, also da verpasst ihr nichts. Ganz langsam und Sutsche, wie man hier in Hamburg sagt, ein kleiner Haul von Kick. Ich bringe ja meinen Sohn immer zum Sport und da komme ich immer am Kick vorbei, da gucke ich auch immer rein, weil mich die Sachen sehr interessieren. Es gibt dort nämlich ganz gute Angebote manchmal, auch viele Sachen, die ich dann umändern kann, wenn ich nähen möchte. Dann habe ich quasi eine XXL-Hose, die ich mir dann zu einer S-Hose umschneide oder so. Dann habe ich was zu tun und der Stoff ist ja, wenn ich da eine Hose für eine XXXXL für 1 Euro nehme, dann habe ich ja den Stoff viel günstiger, als wenn ich ihn jetzt im Ballen sozusagen kaufen will. So denke ich mir das immer. Ja, deswegen gucke ich da ganz gerne mal ab und zu rein. Ich habe ein bisschen, mir ist nämlich kalt und dann läuft meine Nase, entschuldigt bitte. Deswegen, aber mit diesen Bobbypins fange ich gerade an, denn ich habe eine Menge Haarschmuck bei Kick gestern ergattert und das freut mich sehr, weil ich habe nämlich diese Dinger mal im Sommer für 1 Euro gekauft und jetzt kosten die nur noch 10 Cent. Ich benutze die nicht so oft, aber wenn ich mir mal einen Pferdeschwanz mache oder einen Ponytail, wie man ja so schön auf Englisch sagt, dann, also, ne, ihr wisst, dann stecke ich mir die kleinen Härchen immer so ab, weil sonst rutscht mir das alles immer raus und dafür sind die ganz gut. Ich habe eine Menge gekauft im Sommer, ich glaube 5-6 Packungen, also jeweils 1 Euro und das war damals auch schon runtergesetzt, also vergünstigt nochmal, sind die nämlich bei Butni oder Rossmann oder DM schon 3 Euro in so einer, wie sind das, 3, 6 mal 12, habe ich vorhin schon mal nachgezählt, das ist 12 Stück sind da drin. Die haben auch meine Mädchen im Sommer gut verbraucht und ab und zu lassen sie die dann auch irgendwo liegen oder ich auch und der Hund, keine Ahnung, der tritt dann mal drauf, ja, hat auch einmal gemacht, aber es ist nichts passiert. Ich meine, dann sind die kaputt und ich bin auch schon mal drauf getreten, wenn die irgendwo rumlagen, man verliert die halt schnell und deswegen brauche ich die immer. 10 Cent, Leute, könnt ihr das glauben? 10 Cent, da habe ich natürlich gleich 3 Pakete im Weiß. Das sind auch ziemlich die Farben, die dazu aussehen. Gelb war, glaube ich, auch noch, ich weiß nicht. Aber das sind zumindest die neutraleren Farben. Ne? Rosa würde ganz gut zum Outfit passen, wenn ich mal rosa tragen würde. Oder das hier. Deswegen habe ich die mitgenommen, weil das sind natürlich dann ein bisschen ausgefallenere Farben. Aber ich denke, ne, wenn man die so reinmacht und irgendwas Rosanes anhat, passt das ganz gut. Und die Bobbypins, wisst ihr auch, sind teurer als 10 Cent normalerweise. Kosten auch die 3 Euro. Oder 3,50 sogar. Wie viele sind denn jetzt hier drin? Kann ich nicht lesen ohne Brille, aber eine ganze Menge. Würde ich mal behaupten, das Gute an diesen sind, dass die zwei Seiten haben. Einmal so eine cremefarben, beigefarbenen Richtung und einmal in weiß. Davon habe ich auch jeweils 2 genommen. Und die haben auch 10 Cent gekostet, Leute. Ich bin begeistert. Echt. Haben die auch noch eine ganze andere Auswahl an Klammern gehabt, aber größere Klammern auch, aber ich glaube, die haben 50 Cent gekostet. Also wenn man jetzt so größere Haarklammern hat, ich habe schon, ne? Also muss ich jetzt nicht noch eine haben. Dann sind das hier diese Plastikdinger. Das war aber das Letzte. Jetzt hätte ich tatsächlich noch mehr mitgenommen, weil die sind bei mir immer weg. Ihr kennt das bestimmt auch, genau wie diese Bobbypins oder die Klammern. Ständig irgendwo verschwunden. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich habe jetzt einen Frosch im Hals. Eigentlich bin ich nicht krank. Wollen wir mal nicht hoffen. Auf jeden Fall stehen auch ab. Oh, scheiße. Entschuldigt. Auf jeden Fall 10 Cent in Türkis. Ist jetzt nicht immer so tragbar, aber kann man bestimmt mal machen, so zwischendurch, wenn ich meine nicht finde. Ich mag die nicht so gerne, weil die dieses, Metallding damit dran ist. Es ist ja für die Haare schädlich, wisst ihr ja bestimmt auch. Außerdem, wenn ich das rausziehe, dann hakt das da immer hinter. Ich habe das lieber, wenn das so ein durchgängiges Band ist. Und die sind dann natürlich auch schon meistens teurer. Aber zur Not kann man das mal machen. Hätte ich auch mehr mitgenommen, aber wie gesagt, das war die letzte Packung. Die Bobbypins sind sowieso, ich brauche nicht so viel Bobbypins, benutze ich auch nur, wenn ich einen Pferdeschwanz habe. Und ich habe noch einige und reicht. Also warum noch mehr nehmen? Und ich hatte auch nur eine kleine Handtasche mit, also wo hätte ich das erst hin tun können. Ich habe nämlich dann auch noch 2 Haarbürsten gekauft. Die habe ich jetzt aber unten vergessen und da sind jetzt meine Haare mit dran. Dann dürft ihr jetzt nur die Außenseite betrachten. Solche Haarbürsten für 1 Euro.
Und das ist gut, weil ich habe diese Haarbürste nämlich, die habe ich jetzt tatsächlich unten vergessen, tut mir echt leid. Aber solche Haarbürsten sind das, die sind nur in weiß und türkis auch ein bisschen gehalten, aber im Grunde die gleiche. Und die Vorderseite zeige ich euch nicht, weil da sind meine Haare dran. 1 Euro, sehr günstig, weil diese kostet jetzt hier auch bei Kick aktuell noch. Die gibt es auch da jetzt noch, kostet nämlich 2,50 € oder so. Geht auch, aber man kann auch durchaus für diese Bürsten mehr Geld bezahlen bei Butni oder so, ne? Wisst ihr selbst, 1 Euro. Ich habe zwei mitgenommen, übrigens. Hätte ich auch noch mehr mitnehmen können, aber ich hatte keine Tüte mit und ich kaufe da jetzt nicht immer eine Stofftasche für 70 Cent oder so, wenn ich eh nur Ware habe von, ich habe 2,95 € gestern bezahlt für den ganzen Kram mit den Haarbürsten. Und dann habe ich noch ein Haarband in rosa. Das gibt es aber auch in Türkis, in weiß glaube ich nicht, aber noch eine andere chillige Farbe. Das hat auch nur 10 Cent gekostet, Leute. Aber die in den anderen Farben, also in diesen neutraleren, da gab es auch noch ein, zwei neutraleren Farben, die haben glaube ich 50 Cent gekostet. Soweit ich mich erinnere. Auf jeden Fall war das das einzig tragbare für eine ältere Dame in meinem Alter. Deswegen habe ich eins in rosa mitgenommen. Ich benutze die Dinger nämlich leider gar nicht, obwohl ich sie gerne schon mal so im Sommer irgendwie um die Haare aus dem Gesicht, wie jetzt gerade, oder beim Schminken oder so, aber mache ich eigentlich nie. Also weder beim Schminken noch beim Abschminken benutze ich sowas, bin immer viel zu faul, das Ding rauszusuchen, weil ich schmeiße die Sachen immer in irgendeine Ecke, wenn, das ist wie mit den Schals oder mit den Handschuhen, finde ich dann nicht wieder, habe ich keine Lust, sie zu suchen und ja, so ist das halt bei mir. Auf jeden Fall 10 Cent, da könnte ich mir in jede Ecke 5 Stück tun und hätte noch nicht mal 1 € dafür bezahlt, ne? Vielleicht sollte man noch mal hin. Ich weiß es nicht. Mache ich vielleicht noch mal. Ich habe hier in der Nähe ja noch einen anderen Kick. Da habe ich das aber tatsächlich nicht gesehen. Da war ich vorgestern. Habe ich nicht gesehen, dieses. Aber jetzt bei meinem anderen Kick, wo ich gestern war, da war das alles reduziert. Das ist so ein Aufsteller bei Kick in der Sonderangebotabteilung sozusagen. Die haben ja immer so eine Grabbelkiste, wo dann öfters auch mal was Brauchbares drin ist. Meistens nicht. Das sind fast immer Dekosachen und da ich hier im Haus nichts mehr dekoriere, weil wir eh raus müssen, gucke ich da einmal nur einmal durch. Ich finde da manchmal was für meine Enkelchen, Knete oder so und dann gucke ich da einmal mal einmal, ob ich denen was mitbringen kann. Und manchmal finde ich dann auch was für mich. Ich habe letztes Mal zum Beispiel bei Kick in der anderen Filiale, wo ich vorgestern, glaube ich, war ich da. Da hat eine Dame vor mir zugeschlagen und hat so eine riesen Handtasche sich genommen. So eine Einkaufstasche, aber von diesen festeren, die man so wie so ein Korb zusammenklappen kann. Aber nicht aus Plastik, sondern halt wie eine Handtasche, ja. Die trägt man dann so mit so zwei Metallgriffen. Richtig robust, sowas kostet bestimmt also 10 Euro mindestens, würde ich mal sagen. Selbst bei Kick. Auch für 10 Cent. Ich denke, ich gucke nicht richtig. 10 Cent. Habe ich nochmal geguckt. Es gab so ähnliche Taschen vorgestern, wie gesagt, als ich da war. Aber da haben die dann schon 4,50 € oder so gekostet. Nur, dafür habe ich genug Tüten. Das musste jetzt nicht mit. Aber für 10 Cent hätte ich das auch mitgenommen. Naja. Und an dem Tag hatte ich nämlich keine Tüte mit. Deswegen hat mich das ein bisschen geärgert, dass ich das vorher nicht gesehen habe. Dann bin ich ein bisschen. Aber ich könnte es ihr ja. Sie hat vor mir zugeschlagen und ich habe es nicht mal gesehen. Ich habe nicht mal in die Krabbelecke geguckt, weil ich an dem Tag einfach nur mal so die Klamotten angegucken wollte und nicht jetzt irgendwie in der Schnäppchenabteilung da durchwühlen wollte. Deswegen habe ich gar nicht drauf geachtet. Also sei es ihr gegönnt. Gut, Leute, das war mein kleiner Kick-Haul so zwischendurch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geht hin und kauft das. Wie gesagt, im Moment sind die Läden voll mit Sonderangeboten. Und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, so wie ich ja meistens, wenn ich mit Miley spazieren gehe, dann guckt da ja, ihr findet bestimmt irgendwas. Es gibt Sachen für 1 Euro, für 2 Euro. Gut, vielleicht nicht immer in eurer Größe, aber vielleicht kann man tatsächlich auch mal Nadel und Faden in die Hand nehmen und das eine oder andere an der Seite mal enger nähen. Das ist nämlich gar nicht schwer. Ich komme immer nicht dazu, euch das mal zu zeigen und euch abzudrehen. So ganz unprofessionell kann man das machen. Und dann kann man auch mal ein XXL-Shirt umnähen in ein M-Shirt oder so. Ist gar kein Problem. Okay, Leute, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und bis später, bis irgendwann, bis morgen, bis nächste Woche, wann immer ihr Lust habt. Ich würde mich freuen. Tschüss.